Hallo und herzlich willkommen zu Scientia Antiqua und der ersten Ausgabe dieses neuen Formates. Unter dem spannenden Titel Mythos Ilias, Mythos Odyssee und das große Beben in der späten Bronzezeit möchte ich die nun startende regelmäßige Auseinandersetzung mit Fragen und Themen rund um die historische Epoche der Antike beginnen. In den nun folgenden Teilen und Beiträgen möchte ich interessanten Fragen nachgehen und einige Thesen diskutieren. Mit dem Ziel, den geneigten Zuhörer nicht nur mit spannenden Erzählungen und Darstellungen eines reizvollen Themas zu unterhalten, sondern auch wissenschaftliches Interesse an dieser Epoche zu wecken und nebenbei zu zeigen, welch gesellschaftlich hohen Stellenwert die historischen Wissenschaften für die kulturelle Evolution des Menschen einnahmen und nehmen. Denn letzten Endes ziehen wir alle unsere kulturelle und nationale Identität aus dem, was wir und wie wir zu dem geworden sind. Der Einfluss der Antike auf den modernen Nationalismus mag auf den ersten Blick gering ausfallen, da die Geschichte der nationalen, staatsbürgerlichen Identität und Idee eng mit der Suche nach einer nationalen Einheit und dem sich als ein Volk zu verstehen verbunden ist. Und somit eine Verortung dieses revolutionären gesellschaftlichen Aufbruchs in der Regel in die Jahre nach dem Wiener Kongress vorgenommen wird. Aber letztlich definiert sich genau diese Suche über die Grundlagen, die bereits in der Antike gelegt wurden. Grundlagen wie etwa die Entwicklungen und Meilensteine in Sprache und Schrift, deren Produkte, wie zum Beispiel die homerischen Epen, die Reden Ciceros oder die Politeia des Platon, uns auch noch heute beschäftigen und faszinieren. Oder aber die Ausprägung des elaborierten Sprachcodes durch aus dem Altgriechischen und Lateinischen entlehnten Termini. Oder etwa anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel das Staatswesen und die Politik, die Astronomie, die Mathematik, das Rechtswesen oder die Philosophie. All diese Säulen, auf die sich moderne Staaten und Gesellschaften stützen und über die sie sich definieren, haben ihre Ursprünge in der griechischen und römischen Antike, zwischen etwa 1500 vor und etwa 550 nach Christus. Aber es sind nicht nur die staatshistorischen Vermächtnisse dieser Epoche, die die Antike zu einem interessanten und vielversprechenden Forschungsbereich machen. Auch so einfache Fragen wie: Wie haben die Menschen damals gelebt? Was aßen sie? Wie sah ihr Tagesablauf aus? Was können wir aus dem städtischen Leben in der Antike für unser heutiges Zusammenleben lernen? Oder aber warum gelten auch heute noch Personen wie Homer, Alexander der Große oder etwa Cäsar als bewundernswerte Personen, die beinahe wie die Idole einer gesellschaftlichen Elite gefeiert werden? Auf all diese Fragen und natürlich auch eure Fragen und Anregungen soll mit Start dieses YouTube-Kanals von nun an eingegangen werden. Ohne dass dabei die historische Wissenschaft trocken in Form von Aneinanderreihungen von Daten und Fakten dargestellt werden soll, sondern es soll vielmehr die antike Geschichte lebendig und anschaulich in vielen einzelnen Episoden erzählt werden. Dieser Kanal soll sich auch nicht in erster Linie nur an Studierende richten und sie bei ihrem Studium unterstützen, sondern auch Lehrern und an der Antike als Zeitepoche der Menschheitsgeschichte Interessierten nützliche, aber auch praktische Einblicke gewähren und vielleicht weiteres Interesse wecken. Denn in jedem von uns steckt irgendwo ein Historiker und mag es sich dabei auch nur um einen Teil in uns handeln, der sich für die eigene Familiengeschichte interessiert. Geschichte ist spannend und das Erkunden ihrer Geheimnisse ist manchmal wie eine klassische Detektivgeschichte mit vielen Fragen, vielen losen Enden und wenigen Antworten und dennoch immer wieder neuen Erkenntnissen, die einem bei der Lösung des oder der Rätsel, die im Dunkel des Vergangenen auf ihre Lösung warten, voranbringen. Und damit mögen die Spiele nun endlich beginnen. Lange Zeit galt der Trojanische Krieg, den Homer in seinen beiden bekanntesten Werken beschreibt, als eine historische Wegmarke der antiken Zeitepoche. Er inspirierte den deutschen Kaufmann Heinrich Schliemann zu seiner Suche nach den Ruinen des bronzezeitlichen Troja, die ihm letzten Endes Weltruhm einbringen sollte. Mit Schliemanns Entdeckung bezweifelte lange Zeit niemand mehr die Historizität der homerischen Epen, auch wenn der Fund Trojas nicht alle Skeptiker zum Schweigen bringen sollte.
Aber nicht nur Schliemanns Grabung, sondern auch der Humanismus der Romantik und des Klassizismus sorgte im Allgemeinen für eine romantische Verklärung des Trojanischen Krieges, der Ereignisse und der dort involvierten Personen. Es galt als unumstößlicher Fakt, dass Personen wie Achill, Hektor, Priamos oder Agamemnon real waren. Und erneut war es Schliemann, der diese Annahmen zu einer wissenschaftlichen Tatsache erklärte, als er 1876 bei Ausgrabungen in Mykene, das nach Angaben Homers in der Ilias von König Agamemnon regiert wurde, nahe dem Löwentor auf ein Grab stieß, in dem neben zwei weiteren eine überaus filigran gearbeitete Goldmaske zum Vorschein kam. Schliemann ging davon aus, dass es sich bei dem Besitzer dieser Goldmaske, die wir hier in einem Bild sehen, nur um Agamemnon handeln konnte. Und so kann dieser Fund noch immer unter dem Namen Goldmaske des Agamemnon im Athener Nationalmuseum betrachtet werden. Aber auch Agamemnons Gegenüber Priamos von Troja wurde zu einer historisch realen Person erklärt, als Schliemann während seiner Troja-Ausgrabungen einen Depotfund machte und diesen als Schatz des Priamos deklarierte, der heute in Berlin im Museum für Vor- und Frühgeschichte als originalgetreue Nachbildung zu bewundern ist. Das Original kam nach Ende des Zweiten Weltkriegs als Beutekunst nach Russland, was aber erst 1993 von offizieller Seite bestätigt wurde. Fernab dieser idealisierenden Gedankenwelt bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts blieben die Zweifel, ob der Historizität der Ilias und Odyssee bestehen, die auch heute noch die Homerforschung mehr denn je prägen. Sowohl die klassische Philologie als auch die alte Geschichte sehen in den beiden Hauptwerken Homers mehr literarische Fiktion denn reale Geschichtsschreibung, wie sie durch Herodot, dem Vater der Geschichtsschreibung, begründet und seit seiner Zeit praktiziert wurde. Dennoch bieten sowohl Ilias als auch Odyssee einige wenige Einblicke in die Lebenswelt, gesellschaftliche Strukturen und Umstände der Zeit Homers, die sich unweigerlich in seinen Erzählungen niedergeschlagen haben. Dinge wie etwa die Etablierung der griechischen Phalanx als eine Epoche prägende Kampfformation oder dem Ende des adligen Einzelkampfes. Somit kann schon einmal festgehalten werden, dass Ilias und Odyssee, gleichsam Fiktion, durchaus in einigen Teilbereichen historische Relevanz besitzen. Vielleicht sogar wesentlich stärker als zunächst angenommen. Damit erreichen wir bereits jetzt einen Punkt, gleichwohl wir noch eigentlich gar nicht richtig mit dem Thema begonnen haben, bei dem sich bereits in der Antike die Geister der Gelehrten geschieden haben. Die Datierung des Trojanischen Krieges. In der Antike stützte sich diese überwiegend auf Genealogien von Königen, sodass die Datierungsversuche etwa die Zeitspanne von 1334 v. Chr. Bei Duris bis 1135 v. Chr. Bei Ephorus von Kyme umfassen. Herodot datiert den Trojanischen Krieg auf etwa 1250 v. Chr. Ich zitiere: Nun sind es von Dionysos, welcher von der Semele, der Tochter des Kadmos, abstammen soll, etwa 1600 Jahre bis auf meine Zeit. Von Herakles, dem Sohn der Alkmene, gegen 900 Jahre. Von Pan, dem Sohne der Penelope, denn von dieser und von Hermes stammt nach der Angabe der Hellenen Pan ab, sind noch weniger Jahre als den trojanischen Zeiten an, gegen 800 Jahre ungefähr bis auf meine Zeit. Zitat Ende. Der Archäologie ist es in den letzten Jahren gelungen, die einzelnen Siedlungsphasen Trojas mehr oder minder genau zu datieren und gewissen Zeitepochen zuzuordnen. In die von den antiken Autoren genannten Zeiträume des Trojanischen Krieges fallen insgesamt zwei Ereignisse, die herausragen. Zum einen das Ende der Besiedlungsphase mit der Bezeichnung Troja 6H, das aller Voraussicht nach von einem Erdbeben zerstört wurde, und zum anderen Troja 7a, die darauffolgende Siedlungsphase, die nach bisherigen Kenntnissen im frühen 12. Jahrhundert vor Christus durch ein Feuer zerstört wurde. Dies würde sich mit dem von Homer für Troja vorgesehenen Schicksal decken, denn auch in den homerischen Epen wird Troja letztlich durch ein Feuer während des Sturmes der Griechen und der folgenden Plünderung zerstört. Allerdings ist die genaue Datierung in der Forschung umstritten.
Dietrich Koppenhöfer schließt sich mit seiner Einschätzung des Endes von Troja 7a um 1180 vor Christus dem allgemein geltenden Kanon für das Ende Trojas zwischen 1185 und 1140 an. Aber auch hier gelten die Vermutungen als bislang noch nicht bewiesen. Nimmt man nun die grobe Datierung zwischen 1200 bis 1140 vor, als Grundlage für eine zeithistorische Einordnung der Ereignisse der homerischen Epen und legt diesen reale Ereignisse dieser Epoche zugrunde, stellt man fest, dass sich die Begebenheiten der Ilias und im entferntesten auch der Odyssee mit Geschehnissen in der Zeit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts decken. Die Rede ist vom sogenannten Seevölkersturm, der in dieser Epoche der Antike für einige radikale Umwälzungen im östlichen Mittelmeerraum sorgte. Wäre es also möglich, dass Homer reale Ereignisse aus den Erinnerungen der frühen Griechen in seiner Ilias und Odyssee aufgegriffen und verfremdet aufgearbeitet hat? Wäre es also möglich, dass sich wesentlich mehr unter den beiden homerischen Epen verbirgt, als man zunächst annehmen möchte? Um diesen Fragen im Folgenden eine Antwort zu geben, oder zumindest dies im Ansatz zu versuchen, ist es zunächst vonnöten, sich die einzelnen, bereits grosso modo erwähnten Komponenten anzusehen und die Hintergründe zu erkunden. Und was bietet sich da mehr an, als bei Homer selbst und seinen beiden weltbekannten Werken zu beginnen? In einer allgemeinen Sammlung der bedeutendsten und bekanntesten literarischen Werke der Menschheitsgeschichte gibt es zwei Texte, die dort unter keinen Umständen fehlen dürfen: Homers Ilias und Odyssee. Diese beiden Erzählungen aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, die sich zeitlich und thematisch innerhalb eines sehr eng gefassten Handlungsstranges bewegen und sich beide um einen der wohl faszinierendsten Konflikte der Geschichte betten, verzauberten nicht nur in der Antike die Menschen, sondern tradierten diese Faszination bis weit in die heutige Zeit hinein. Aber was genau macht diese Geschichten um Mut, Listigkeit, Ehre, Liebe und Krieg so faszinierend und welche Bedeutung hatten sie in den einzelnen Epochen für die Menschen? Um diesen Fragen nachgehen und eine fundierte Antwort liefern zu können, bedarf es zunächst einer genauen Analyse und Untersuchung des literarischen und historischen Rahmens der Werke und ihres Autors, mit dem ich die folgenden Ausführungen beginnen möchte. Über Homer ist erstaunlich wenig Gesichertes bekannt. Allerdings hat dies nichts mit einem Versäumnis der Forschung zu tun, sondern vielmehr mit der mehr als ungesicherten Quellenlage zu seiner Person selber. Weder sein Geburtsort noch das Geburts- oder das Todesjahr sind unzweifelhaft bekannt, und die wissenschaftlichen Kontroversen erstrecken sich nicht nur über die Epoche, in der Homer gelebt haben könnte, sondern auch, ob es ihn als historisch greifbare Person wirklich gegeben hat. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot schätzte, dass er etwa 400 Jahre vor seiner Zeit gelebt haben muss, was in etwa dem Jahr 850 vor Christus entsprochen haben dürfte. Ich zitiere hierzu die entsprechende Textstelle aus Herodots Historiae. Denn Hesiod und Homer, die, wie ich glaube, nur um 400 Jahre und nicht mehr älter sind als ich, sind es, welche den Griechen ihr Göttergeschlecht geschaffen, den Göttern ihre Namen gegeben, sowie Ehren und Künste unter sie verteilt und ihre Gestalten bezeichnet haben. Zitat Ende. Die Homer-Forschung geht mittlerweile davon aus, dass Homer, sofern es ihn wirklich gegeben hat, etwa in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus gelebt haben muss. Joachim Latasch, seines Zeichens einer der bedeutendsten Homer-Experten im deutschsprachigen Raum, geht von einer Lebenszeit Homers etwa zwischen 770 und 700 vor Christus aus einer zeitlichen Differenz von etwa 500 Jahren zwischen den von Homer beschriebenen Ereignissen des Trojanischen Krieges und ihrer Niederschrift entspräche. Zu der damit einhergehenden Problematik komme ich noch im Folgenden. Auch in der Antike wurde über das Kuriosum Homer bereits heftig diskutiert. Dies findet unter anderem auch darin Beleg, dass mitunter die Städte Smyrna, Athen, Argos und Chios, nur um einige Beispiele zu nennen, das Recht des Geburtsortes Homers für sich beanspruchten. Auch sein familiäres Umfeld ist durch Legendenbildung verzerrt. So ist zum einen Homers Vater gar nicht mehr greifbar, während für seine Mutter sogar zwei Namen überliefert sind: Klymene von Ios und Kreithes.
Ebenfalls dürfte seine bereits in der Antike stark ausgeformte Darstellung als blinder Greis als ein Topos zu sehen sein, der in erster Linie sein Genie unterstreichen und betonen sollte. Ursprung dieser Darstellung dürfte unter anderem auf den unbekannten Dichter des unter Homers Namen verfassten Apollon-Hymnos zurückgehen. Als gesichert kann aber gelten, dass Homer zum Berufsstand der Wandersänger gehört hat. Seine in der Ilias und Odyssee zum Ausdruck gebrachte ungeheure Kenntnis der aristokratischen Schichten über deren Habitus, deren Traditionen und deren Vorstellungen von Pflicht und Ehre unterstreichen diese Annahme. Gerade wenn man bedenkt, dass seine Epen als mündlicher Vortrag in erster Linie eben diese aristokratischen Schichten als Primärpublikum, beispielsweise während eines Symposions, angesprochen und unterhalten haben dürften. Vage kann man davon ausgehen, dass sich Homer lange in diesem Milieu aufgehalten und so Erfahrungen mit dieser Lebensart gemacht haben dürfte. Eine andere These kann aber auch sein, dass Homer selber aristokratischer Abstammung war und sich deswegen mit dieser Geisteswelt so gut auskannte. Nicht zuletzt auch deswegen, da es genug Belege und Zeugnisse, etwa Solons Gedichte, gibt, die literarisches Schaffen als einen Interessensbereich dieser Personengruppe dokumentieren. Wesentlich interessanter als das mit vielen Gefahren und Unwägbarkeiten verbundene Herumstochern in Homers Vergangenheit, seinem Leben und der Frage, ob er als historische Person wirklich greifbar und existent war oder nicht, ist seine Rezeption und seine Wirkungsgeschichte in den einzelnen Zeitepochen. Aber um diese besser erfassen zu können, sollten wir uns zuerst mit seinen beiden Werken auseinandersetzen, die ihm nicht zuletzt Weltruhm eingebracht haben. Aber bevor ich tiefer in die Thematik und Inhalte der homerischen Epen eintauche, setze ich an dieser Stelle einen Cut und melde mich nach einer kurzen Pause wieder zurück, dann mit diesem Teilabschnitt.